2012 ist das internationale Jahr der Genossenschaften ausgerufen von den Vereinten Nationen. Genossenschaften spielen eine ganz große Rolle, auch in der Wirtschaft der Europäischen Union. Insgesamt 160.000 Unternehmen sind da aktiv, 5,4 Millionen Menschen finden dort Beschäftigung. Und was auch nicht zu unterschätzen ist, immerhin ein Viertel aller Europäerinnen und Europäer sind Miteigentümer einer Genossenschaft. In der Finanzkrise hat sich gezeigt, dass dieser Sektor sehr viel stabiler ist als der Rest der Ökonomie. Es werden nicht nur wirtschaftliche Ziele verfolgt, sondern gleichzeitig häufig soziale und auch ökologische. Und das führt, und demokratische natürlich, und das führt dazu, dass das Kapital in den Genossenschaften ruhiger ist, dass es treuer ist, dass deshalb auch die Geschäftsmodelle mehr auf die lange Frist orientiert sind. Das heißt, Genossenschaften und die Sozial- und Solidarwirtschaft als Ganzes sind eigentlich eine Art Synthese aus wirtschaftlichen Zielen, aber auch Zielen, die darüber hinausgehen, wie es etwa in der Europa 2020-Strategie vorgeschlagen wird. Dazu gehören ja die Ziele des Klimaschutzes, genau auch die des sozialen Zusammenhalts. Und dazu kann die Stärkung dieses Wirtschaftssektors beitragen. Deshalb fordert mein Bericht, dass die Europäische Union umfassend die Besonderheiten der Sozial- und Solidarwirtschaft ebenso wie der Genossenschaften anerkennt, dass nicht Ungleiches gleich behandelt wird, sondern eben, wie es auch die europäischen Verträge vorsehen, die Europäische Union sich nicht einseitig nur solche Unternehmen zu eigen macht, die in klassischem Privatbesitz sind, sondern eben auch Formen von Vereinen, Stiftungen, Genossenschaften, Bürgergesellschaften und Ähnliches gefördert und berücksichtigt wird. Wir hatten in der Zusammenarbeit zu meinem Bericht eine sehr gute Kooperation zwischen mir als Berichterstattern und den Schattenberichterstattern über die Fraktionsgrenzen hinweg. Es gab eine ganz breite Mehrheit für meinen Bericht über alle, zumindest die proeuropäischen Fraktionen. Und das ist auch ein gutes Zeichen, dass wir jetzt das schaffen, die Kommission dort weiter zum Jagen zu tragen. Auf europäischer Ebene gibt es seit einigen Jahren die Europäische Genossenschaft als erste europäische Rechtsform speziell für die Sozial- und Solidarwirtschaft. Das ist gut. Leider wurde das Ganze so bürokratisch aufgezogen, dass am Schluss nur 24 Unternehmen bisher das Ganze genutzt haben, mit weniger als 100 Mitarbeitern. Das muss reformiert werden. Das Statut zur Europäischen Genossenschaft muss überarbeitet werden, entbürokratisiert werden. Und in dem Zusammenhang sollten auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmerrechte in der besonderen Form, wie das in der Genossenschaft Sinn macht, berücksichtigt und gestärkt werden. Aber was mich besonders freut, ist, dass mein Bericht nicht nur diese Frage öffnet, sondern gleichzeitig sagt, wir müssen umfassend Sozial- und Solidarwirtschaft stärken. Und da machen wir gemeinsam mehrere Punkte. Das erste ist, dass in der Europäischen Kommission die Zuständigkeit für die Sozial- und Solidarwirtschaft völlig verteilt ist. In verschiedenen Generaldirektionen sitzen einzelne Personen. Wir wollen, dass das gebündelt wird, dass dort mehr Zuständige verantwortlich werden. Zweitens, dass in der Reformgesetzgebung, die wir in verschiedenen Bereichen haben, müssen Genossenschaften und die Sozial- und Solidarwirtschaft stärker berücksichtigt werden. Bei der Finanzmarktregulierung müssen wir verhindern, dass gerade Credit Unions und kleine Kreditgenossenschaften jetzt die Opfer der Neuregulierung der Finanzmärkte werden. Genauso muss bei der Reform des öffentlichen Beschaffungswesens dafür gesorgt werden, dass soziale und ökologische Kriterien da eine stärkere Rolle spielen können. Und wir brauchen genauso im Bereich der staatlichen Beihilfen Regeln, die für die Solidarwirtschaft passen, zum Beispiel wenn Arbeitnehmer ihren Betrieb übernehmen wollen, dass sie das auch können. Und dass das nicht als staatliche Beihilfe gesehen wird, wenn zum Beispiel das Arbeitslosengeld für eine bestimmte Zeit verwendet wird, um bei dieser Übernahme zu helfen. Dann schlagen wir vor, dass die Europäische Kommission erwägen sollte, dass die EU auch ein eigenes Jahr der europäischen Sozial- und Solidarwirtschaft durchführt. Leider war es so, schon 2004 hat die Europäische Kommission 12 Maßnahmen vorgeschlagen und sich dazu in einer Mitteilung verpflichtet, mit Unterstützung des Parlaments, um Genossenschaften zu fördern. Lediglich wurden 3 umgesetzt. Wir fordern, dass auch die anderen umgesetzt werden. Dazu gehört zum Beispiel, dass in der europäischen Statistik aufgeführt wird, der besondere Wert und extra erfasst der Sozial- und Solidarwirtschaft, wozu bei uns in Deutschland ja zum Beispiel auch Caritas und Diakonie gehören. Dazu gehört genauso, dass die verschiedenen Fördermaßnahmen und Unterstützungsmaßnahmen und die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene in einem systematischen Prozess zwischen den Mitgliedsländern in der sogenannten offenen Methode der Koordinierung verglichen werden und auf die Weise die Länder sich austauschen, mit welcher Methode kann man diesen Sektor am besten stärken
und diese Maßnahmen dann unter Koordinierung der Kommission europäisiert werden. Einen solchen Prozess der offenen Methode der Koordinierung schlagen wir jetzt hier gemeinsam vor. Kurzum, wir wünschen uns, dass umfassend, gerade im Jahr der Genossenschaften, der Bereich der Sozial- und Solidarwirtschaft in Europa gestärkt wird. Der Bericht zeigt, dass es im Parlament dafür eine breite Mehrheit gibt. Und ich werde jetzt die Gespräche mit der Kommission aufnehmen, damit möglichst viel davon auch umgesetzt wird.